Live waren die letzten Worte und wir sind zu sehen mit unserem heutigen Gast, Saskia Rundler. Kann man mal klatschen. Da muss man klatschen. Ja. Wieder kann man. Ja. Ja, das sagst du mir immer. Achso. Kann man auch mal klatschen. Saskia. Saskia, guten Morgen. Hi, morgen. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ja, bist du eine Frühaufsteherin? Ach, ich bin ein Spät-ins-Bett-Geher. Und deshalb zwangsläufig nicht so der leidenschaftliche Frühaufsteher. Ein spät ins. Ich gehe um 10. Ich bin pünktlich um 10 bin ich weg. Du bist abends um 10 schon im Bett. Wow. Das schaffe ich nie. Ich würde es gerne, weil man sagt ja immer, vor Mitternacht der Schlaf soll ja am gesündesten sein. Aber ich liege dann auch ewig und kann nicht einschlafen. Also von daher, ja, ich bin eine Nachteule. Okay. Ja, du weißt ja, wir haben hier einen Chat mitlaufen und unsere Redaktionschefin ist auch mit dabei und die sagt gerade, Daniel ist halt alt. Ja, vielen Dank. Finde ich gut. Ich bin alt und gesund. Ja, 83er Geburtsjahr, da ist man schon ein bisschen, ist schon ein bisschen was her, ne? Aber alt und gesund, würde ich sagen. Ich gehe um 10 ins Bett, dafür stehe ich aber morgens auch pünktlich um 6 wieder auf. Du hast auch einen sehr frischen Tang. Vielen Dank. Jo. Ja, hast du gehört? Du nicht. Ach ja. Komm mir schnell. Er guckt schon aufs Zettelchen so. Wie kriege ich das jetzt weggerettet? Saskia, wir hatten das eben schon kurz angeteasert. Wir haben die Regie hat vorsichtig formuliert, eventuell, wir machen das einfach, ein spontanes Improvisationstheater vorbereitet, ja? Ich lese mal kurz. Die Regie. Die Redaktion. Die Redaktion, entschuldige. Habe ich Regie gesagt? Regie, ist doch alles dasselbe. Ja. So, pass auf. Ich lese das mal kurz vor. Setting. Speed-Bewerbungsgespräch um eine Stelle als Warm-Upper in einem großen TV-Studio an der Westküste Irlands. Der Name des Senders ist natürlich Maschine TV. Zur Info, in vielen TV-Shows, vielleicht für die Zuschauer, in vielen TV-Shows sieht der Zuschauer zu Hause vor dem Fernseher das Publikum im Studio jubeln und klatschen. Damit die Stimmung vor Ort aber wirklich so gut ist, wie sie vor dem Bildschirm rüberkommen soll, gibt es einen speziellen Mitarbeiter in der Fernsehproduktion, den Warm-Upper. Ist so, den, ne? Kennt man, ja. Den kennt man, das Schild bist du. Hoch, klatschen. Ja, das ist normal, ja. Er. Achso. Dieser ist im Fernsehen nicht zu sehen, kommt aber als Erster auf die Bühne und bringt das Publikum in die richtige Stimmung. Er erzählt einige Witze, macht lustige Spiele und übt sogar mit dem Publikum, wann und wie es am besten klatschen soll. Ja. Ja. Ja, wenn es nicht läuft, dann klatschen sie. So, pass auf. Jetzt haben wir ein bisschen Information. Steffen und Daniel sind die beiden Personalmanager und wollen Saskia kennenlernen. Dafür sind wir heute angetreten. Saskia ist eine 23-jährige Frau, die keinerlei Humor und Sinn für Komik hat, aber unbedingt Warm-Upperin werden will. Mhm. Ja. Okay. Und dann haben wir jetzt Fragen. Wir haben jetzt Fragen, ja. Also wir müssen jetzt kurz, da bist du der Profi, da sind wir, da haben wir, also das ist ja Wahnsinn. Ist das Setting soweit verständlich? Ist alles klar, ja? Ja, ist ja easy. Okay, wartet mal, dann passt du da noch ganz gut. Oh, jetzt kommt. Profis sind vorbereitet hier. Vielleicht, ja. Okay. Okay, pass auf. Personalgespräch, Frau Rundler kommt rein, ja. Setzt sich hin so, damit das alle ein bisschen greifen können hier. Jetzt haben wir auch gedanklich gestoryboardet. Bin ich der Böse oder Gute? Das gucken wir mal, wie sich das entwickelt, ja. Wir haben, das sind nur 3-4 Fragen. Ja. 5, 6. So, bumm. Frau Rundler, warum möchten Sie auf unserem Kanal, nee, in unserer Sendung Warm-Upperin werden? Ja, also mir wurde halt schon oft gesagt, dass ich halt sehr lustig bin und denke, ich würde Ihr Publikum auf jeden Fall sehr gut aufwärmen können. Ich fand das gut. Ja, ich hatte auch Religion Leistungskurs, hatte ich 15 Punkte. Und ich habe jetzt auch angefangen mit der Uni, also ich habe jetzt angefangen mit Germanistik und mir wird da einfach immer wieder komisches Talent nachgesagt. Und ich finde das sehr gut, was ihr macht. Hm? Ich finde das auch sehr gut. Und zwar, die Frage ist aber, Frau Rundler, was denken Sie denn, ist die Eigenschaft, die man benötigt, um ein guter Warm-Upper zu sein? Naja, man braucht auf jeden Fall
Elan, Witz, man muss auch schnell sein irgendwo, auch, ja, ich sag mal so, interagieren mit dem Publikum und einfach, ja, lustig sein. Es geht in die richtige Richtung, finde ich, Daniel. Sie ist Profi, wir sind total schlecht, ja. Ja. Okay, pass auf. Weiter. Haben Sie schon mal von einer größeren Menge einen Witz erzählt und die Leute haben darauf in ja, Feedback in Form von Lachern vermittelt? Ja, das Problem ist, ich selbst kann keinen Witz. Also ich kann keinen Witz und ich kann auch nicht über Witze lachen. Ich finde, die Komik entsteht einfach durch meine Arbeit dann als Warm-Upperin für euch. Ja, wenn wir gerade beim Witz sind, könnten Sie vielleicht uns mal vielleicht ein bisschen so spontan in Stimmung bringen? Sorry. Er ist gekauft. Ist okay, gekauft. Wir machen einen Haken. Wir machen einen Haken. Ist, da kann man auch mal gleich ist, das, ja. Ist gekauft. Ziemlich besetzt. Ja, okay, dann komme ich nach Irland. Ja, ja. Also, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Hier direkt in die. Also, ich finde das. Also, Salty lacht. Der Chat lacht. Die Leute lachen hier bei uns, ja. Also, zumindest machen sie das in Form von Emotes, damit wir wissen, dass sie lachen. Man könnte auch sagen, in der Jugendsprache heute sagt man, Saskia hat uns erfolgreich getrollt, ja. nee, sehr gut. Also Das war sehr gut. Ja. Genau das ist es doch. Stell dir mal vor, so ein Warm-Upper kommt auf die Bühne, stellt sich hin und guckt einfach, schafft es einfach 10 Minuten ins Publikum zu gucken und nichts zu sagen. Die fangen nur an zu lachen. Das ist es doch. Das ist es doch, ja. Ja. Ich bin ja tatsächlich quasi das erste Mal seit fast 5 Jahren auf Skype wieder. Ja. Also ich bin ein Skyper und ich sehe den Chat nicht. Das ist normal, ja? Ja, der Chat läuft ja auf einer anderen Plattform. Du wirst eingebunden. Wir nutzen das Skype-Signal nur, um dich bei uns in diese Sendung, hast du ja zum Beispiel mit Hugo gesehen, da wirst du eingebunden, der Chat läuft auf der Plattform mit. Ich verstehe. Ja. Ist aber auch also, nicht so wichtig, musst du nicht sehen. Nee. Wir sagen dir nur das gute Feedback. Nee, ja. Die Leute haben sehr gelacht in Form von, man nennt das Lull. Ja. Lull. Dann weißt du, die lachen. Ja. Ganz komisch. Ja, das ist ganz komisch. Weiß ich auch nicht. Wir mussten uns auch da reinfinden in diese Internetwelt, ja. Ja, auf jeden Fall Ausrufezeichen. Wir haben auch in dem Chat, können die Leute Ausrufezeichen S. Ruttner machen. Dann sieht man deine Links, die wir auch vorher abgesprochen hatten. Dann können die da draufklicken, sich auch nochmal informieren und dich noch besser kennenlernen und dir auch auf Facebook zum Beispiel folgen oder auf Instagram. Ja, also ich fand das aber gut mit dem Improvisation. Wir müssten da in Zukunft vielleicht jemand anders gegenübersetzen. Wir bräuchten noch einen Special Guest, den wir zuschalten, der nur dieses Karl an dieser Stelle wäre schon spannend gewesen dem gegenüber, ja. Okay, pass auf. Saskia. Vorstellen brauchen wir nicht mehr. Vorstellen brauchst du eigentlich? Doch. Für die, okay. Saskia, für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du, was machst du und wo willst du vielleicht auch noch hin? Oui. Also erstmal hallo, mein Name ist Saskia Rudner. Ich bin Schauspielerin, Sängerin, Sprecherin und auch Songwriterin und Wo will ich hin? Oh Gott. Vielleicht fällt mir später noch ein. Ins Bett. Ins Bett, ja. Ja. Also ich würde gerne ins Bett. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, es ist bei euch auch so ein graues, tristes Wetter in Irland. Bei uns im Studio sind die Fenster, damit kein manipulatives Licht hineinfällt, alle schwarz zugegangen. Ja? Ja. Das heißt, wir können es dir nicht sagen gerade, aber es ist auf jeden Fall eine Stunde früher als in Deutschland. Wir sind ja eine Stunde zurück. Das merkt man schon, aber es war sehr stürmisch. Die letzten 3 Tage waren enorm stürmisch. Wir sind ja direkt an der Westküste, keine 500 Meter davon entfernt. Und der Atlantik hat es manchmal in sich. Ja. Habt ihr denn schon Schnee? In Berlin? Nein. Ich gucke jetzt hier raus auf einen grauen Himmel, der den Fernsehturm umhüllt. So ein bisschen nebelig, also es ist fast weiß der Himmel und einfach grau und kühl. Grau und kühl, ja. Das ist, dieser Olle
Wahnsinn, ja, hier ist auch sehr oft grau und kühl. Aber es wird gerade von Iren im Chat geschrieben, tatsächlich scheint gerade die Sonne über Irland. Das ist doch, also wir sehen es nicht, aber das ist doch schön, ja. Ja? Ja, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr von dir erfahren, so, hast du denn irgendwie ein Motto, nach dem du dein Leben auch bestrebst, also wie du durch Tag ein, Tag ausgehst? Also ich finde das immer so ein bisschen schwierig mit diesen Lebensmottos oder sag mal Motti, Mottos, Motti. Motten. Manchmal habe ich ja auch von Kalenderspruch, ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ganz, ganz, ganz ehrlich, und das habe ich noch niemandem verraten, ist mein geheimes Motto, erstmal eine Pause machen. Ja, Pause muss man. Das ist mal ein bisschen abschalten. Ja, ist wichtig. Ja, keep it easy. Die Iren sagen immer, keep it easy. Wenn du so hier ankommst in Irland an der Westküste, nicht in den Großstädten, ne? Wir leben ja wirklich draußen im Nirgendwo. Wenn du bei denen hier ankommst, die sagen erstmal, wo kommst du her? Deutschland, erstmal entschleunigen, mein Freund. Ja? Mhm. Erstmal hinsetzen und mal 2 Wochen warten, damit du runterkommst. Und in 2 Wochen gucken wir mal, wo dein Level ist, und dann lassen wir dich nochmal 2 Wochen sitzen. Ja, das ist. Hakuna Matata. Ja, absolut. Ja. Ja. Wenn ich so überlege, habe ich schon als Kind gerne eine Pause gemacht. Und meine Eltern sagen auch heute noch, wenn ich zum Beispiel Geige geübt habe oder Geigen üben musste, sie haben mich gefragt, wie läuft es, habe ich immer gerade eine Pause gemacht. Hm. Also ich fange auch gerne mit einer Pause an und mache auch nach der Pause gerne Pause. Also eigentlich, ja. Eigentlich die perfekte, also in Deutschland würde man sagen, die perfekte Beamtin, ja? Ah, nee, das muss man auch ehrlich sein. Ich fange auch mit einer Pause um 9 Uhr. Also nichts gegen Beamte. Ja, die fangen auch um 9 Uhr. Also, ja. Ich hatte das Vergnügen ja auch mal. Ich habe morgens auch um 9 Uhr mit einer Pause angefangen. So. Saskia, wenn du eine Person deiner Wahl verkörpern bzw. spielen könntest, welche wäre das und warum? Ja, das wäre die, kennt ihr vielleicht nicht, Margot Friedländer. Margot Friedländer ist eine Frau, die ist mittlerweile 98 Jahre alt. Die hat den Holocaust überlebt, und zwar eine ganz krasse Lebensgeschichte. Die ist mit Anfang 20 in den Untergrund gegangen, nachdem ihre Mutter und ihr Bruder ins KZ verschleppt worden sind und natürlich leider vergast worden sind. Und sie selber ist als junge Frau, sie konnte fliehen, hat sich versteckt vor den Nazis, ist immer wieder versteckt worden, auch von Deutschen, und wurde dann leider dann doch von einer sogenannten jüdischen Greiferin verraten an die Nazis und kam dann selber ins Konzentrationslager, hat aber überlebt und hat dort ihren Mann kennengelernt, ist mit dem die USA gegangen und hat dort, ich sag mal so, erst als alte Frau mit über 80 angefangen zu schreiben. Mhm. Story aufgeschrieben, und ich habe sie halt vor ein paar Jahren in einer Lesung erlebt und fand das so mega spannend, ihr Leben ergreifend, dieses Buch, und habe sie auch interviewt, konnte sie wirklich treffen, habe mit ihr den ganzen Nachmittag verbracht, habe sie für die Berliner Senatskanzlei interviewt, das gibt es auch online nachzulesen, und diese Frau würde ich wahnsinnig gerne mal spielen. Also ich würde mir dafür Frauen mit Kontaktlinsen einsetzen, die Haare färben, alles machen, diese Rolle ist, stelle ich mir unglaublich spannend vor, wirklich von jung bis alt. Gibt's denn da schon was oder wurde da schon mal was? Oder? Erstaunlich, ja, soweit ich weiß nicht, und das finde ich eigentlich ziemlich krass, weil das Buch ist so spannend. Sie hat mir dann sogar noch ein zweites Buch geschenkt, was nicht veröffentlicht worden ist bisher, also quasi wie sie dann später in den USA gelebt hat. Ja. Also eigentlich ist es ein krasser Hollywood-Stoff, aber erstaunlicherweise hat es noch keiner verfilmt. Ja, wir haben ja einiges vor. Wir bleiben mal in Kontakt, Saskia, ja? das ist schon... Allgemein, ich habe Lust, dass du es sagst. Gestern Abend habe ich einen Film auf der Plattform Netflix gesehen. Da ging es um die ehemaligen, sagt man SS-Offiziere, die auf jeden Fall geflüchtet sind nach dem Krieg, also die Flucht geschafft haben Richtung Argentinien und so. Und wie dann der jüdische Geheimdienst die wieder aufgespürt hat, um die dann halt, um da den Prozess auch zu machen, nicht wahr? Und die dort entführt hat aus Argentinien, weil die argentinische Polizei das versucht hat zu verhindern und so. Also das war unheimlich, unheimlich spannend. Also da ist
es ist, man sagt zwar immer mal, oder man hört, wenn man da so ein bisschen drüber redet, mein Gott, lass doch die Geschichte mal Geschichte sein, aber es ist halt doch auch immer wieder spannend, dass auch so ein bisschen, ich finde, da ist noch so viel nicht erzählt worden, nicht wahr? Also das ist, da gibt es noch so viel Stoff, ja. Ich sehe da eine neue Themenwoche, ja. 2020. Ja, vielleicht. Wir hatten ja gerade eine Themenwoche, den Mauerfall. Ja, bei uns, so eine, ja. Da machen wir von montags bis freitags eine Woche lang zu einem Thema immer eine Sendung, ja. Das war, wir hatten jetzt gerade 30 Jahre Mauerfall und da kann man auch mal was machen, ja. Ja? Ja, ich hab auf jeden Fall gesehen, Saskia, also mit dir darf man sich auf jeden Fall nicht anlegen, weil anscheinend kannst du gut boxen. Es geht, ja. Doch, boxen kann ich. Ja. Warum? Ich weiß, also, wie kamst du dazu? Ich habe das einfach mit Anfang, Mitte 20, habe ich das gelernt, ja. Also richtig boxen? Ich mache das jetzt nicht professionell, aber ich habe das halt mal gelernt für eine Rolle und es hat mir halt großen Spaß gemacht und habe das dann auch richtig von so einem, ja, es war sogar so ein Boxtrainer, der auch bekannte Boxer trainiert. Okay. Da habe ich so richtig ein bisschen Crashkursmäßig gelernt und es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ist auch, es ist ein unheimlich, ich habe das, ich war mal in einem Sportstudio und da wurde auch geboxt und da habe ich mal Sparring mitgemacht. Also einfach mal so ein bisschen trainiert und ich fand das, also ich habe früher nämlich immer gesagt, oh, das ist doch nur dummes Draufkloppen so, ja, ganz, ganz primitiv und es, ja. Also so eine körperliche Höchstleistung und so ein taktischer Sport, ja, auch von der Beweglichkeit im Oberkörper, das ist spannend, das ist ein toller Sport, echt. Mhm. Also, ja, auf Twitch sind manche, die boxen auch einfach. Ja? Ja. Leute weg. So, kann man doch mal lachen. Nee. Ja. Nee. Hast du, wenn wir gerade dabei sind, kanntest du vorher Twitch? Nein. Gar nicht? Nein. Also bist du dann eher, also YouTube wahrscheinlich, YouTube ist so dein Ding, Twitch, genau. So, was dachtest du, wie du als erstes von Twitch dann gehört hast, wo soll ich hin? Genau, das habe ich gedacht. Ja. Wahnsinn. Aber hast du mal reingeschaut, Twitch? Hast wahrscheinlich erstmal nur Gaming gesehen, oder? Ich habe da nur, da waren irgendwelche, also Mädels mit Kopfhörern und Gaming-Gequietsche, irgendwelche, ja, Gaming-Gequietsche. Ja. Es ist wirklich so, ja. Ja, es ist so, ja. Twitch hat sich sehr etabliert in dem Bereich und es waren viele Jahre so, dass das halt so das Ding war, Gaming, aber die Türen gehen so ein bisschen auf für Unterhaltung, es gibt mittlerweile Musiker, es gibt Künstler, die malen, ja, es gibt auch mittlerweile Sender, die strahlen, selbst Twitch tut das, die kaufen auch mal Rechte für alte Serien auf und strahlen die nochmal aus. Es gibt sogar einen Kanal von Bob Ross, ja, da läuft das nochmal hoch und runter. Also mittlerweile sind so ein bisschen, nicht so ein bisschen, sondern die Türen sind für allgemein Unterhaltung, Entertainment. Da sind die Türen auch für kreativ, für all das, was es gibt. Aber es stimmt, ja, es sind viele Gamer und Zocker, ja. Ja. Ah, ja. Ja. Nee, aber schön, das mal kennenzulernen. Hm? Ja. 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 Ja, uns auf jeden Fall. Man muss dazu, der Marktanteil, also viele reden ja immer, wenn es um Video geht, man hört halt auch immer YouTube, nicht wahr? Aber der Marktanteil von Twitch ist halt mit über 52%, das sind so die Zahlen, ich glaube 2018 gewesen, nicht nur relativ hoch, sondern die sind damit Marktführer, ja, was die Content-Sichtung angeht. Das ist schon beeindruckend, ja. Ja, ja, du hast spannend. Es schon auf. Ja, ich habe es gerade aufgemacht bekommen und zwar, wenn man so, die Links wurden gerade gepostet, wieder Ausrufezeichen S. Ruttner, dann kriegt ihr die Links, auch Instagram, wenn ihr auch mal durchstöbern wollt und folgen wollt. Da ist ein Hundebild auf jeden Fall von Golden Red Reaver, ist das deiner? Das ist nicht mein Hund gewesen, ich muss leider sagen gewesen, sondern der Hund des Fotografen, der hieß Paul. Der Fotograf ist gleichzeitig ein ganz toller Schlagzeuger, der heißt Max Schwarzlose, der ist auch auf meinem Album als Schlagzeuger zu hören. Und Paulchen war halt sein langjähriger Hund und der hat sich einfach beim Fotoshooting ins Bild gedrängt. Und ausgerechnet dieses Bild, wo der Hund ins Bild kam, ist das geilste Foto der ganzen Session gewesen. Und deshalb kam es dann auch quasi in meinen Book, also in CD und ja, Paul hieß der. Ist Gott sei Dank alt geworden. Das ist gut. Die spontanen Dinge sind es immer irgendwie, oder? Die nicht geplanten. Das ist auch. Wir hatten das auch, wenn wir mit, wenn wir zurückdenken an die Sendung mit Hugo oder mit Wiegald Boning oder so, die sagen auch, die sind zum Beispiel total gespannt auf das Internet und solche Formate, wie sie sich entwickeln, weil er hat gesagt, so haben wir früher mit Fernsehen angefangen. Weniger geplant, weniger
dass Redakteure und Regisseure und Produzenten dir sagen, was hast du zu tun, sondern einfach mal machen und ausprobieren, ja. Und das ist ja heutzutage, ist man da, wie erlebst du das? Also Hugo sagte, heutzutage kannst du ja nichts mehr sagen und nichts mehr machen, ohne dass es nicht 70 Mal abgenommen wird, ja. Wie ist da so dein Erlebnis? Jetzt bist du als Schauspieler natürlich sowieso, glaube ich, immer an ein Drehbuch oder an ein Skript gebunden, aber wie ist da so dein Erlebnis, wenn man da mal so spontan was einbringen will? Naja, klar, wie du sagst, als Schauspieler bist du halt im Rahmen eines Drehbuchs, ob jetzt Theater oder eines Skripts, absolut gebunden. Also da ist jetzt natürlich nicht viel mit Spontanität, was Texte anbelangt. Also du kannst es dir manchmal, du kannst Vorschläge natürlich machen. Mhm. Da ist schon natürlich als Musikerin auf der Bühne, kann man da natürlich viel mehr improvisieren. Es sei denn natürlich, man ist als Schauspieler in einem Format, wo man eben, ja, improvisieren darf. Also es gibt ja auch so Scripted. Improvisationsformate. Ja. Aber da hat er schon recht, es wird vieles, man muss vielleicht auch, klingt blöd, aber auch aufpassen, was man sagt, ja. Ganz ehrlich. Ja. Also es kann natürlich auch immer so geschnitten werden, wiederum aus dem Zusammenhang heraus geschnitten werden, dass es irgendwie einem auf die Nase fällt hinterher. Bei uns ist alles live. Ja, da kann alles passieren. Wobei auch wir müssen aufpassen, du bringst es auf den Punkt. Man merkt zunehmend mit zunehmender Begeisterung auch an der Plattform und so, und dass die großen Künstler dieser Plattform oder Kreatoren dieser Plattform natürlich auch immer mehr im Blick der Öffentlichkeit stehen. Ich glaube, das war früher noch ein bisschen einfacher, auch im Internet, dass du sagen konntest, was du denkst. Das passiert immer weniger, weil der Fokus doch auch sich Richtung Internet verlagert und damit auch diese Influencer, wie man ja heute auch sagt, ja, immer mehr im Blickpunkt stehen. Und auch da wird geguckt, was sagen die, ja, und durften die das jetzt so sagen und ist das in Ordnung oder haben die nicht eine Vorbildsfunktion? Das wollen viele nicht hören, aber das ist auch im Internet zunehmend der Fall, ja. Ja, und ja. Jetzt sind wir da und ja. Machen andere Sachen. Ja. Also, so ist es. Die Sache ist die, du hast so viel gemacht. Also deine Biografie bzw. dein Werdegang ist ja sehr, 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 sehr lang. Was mich immer dann interessiert, wo siehst du dich mehr? Im Kinofilm, im TV oder doch die Musik? Also was ist für dich eigentlich das Herzstück? Ja, das Herzstück ist für mich wirklich die Kunst. Hm. Das ist für mich wirklich sowohl das Spielen, das Schauspielen, als auch die Musik. Klar, ich werde auch öfter gefragt, was magst du lieber, Schauspiel oder Musik? Das ist einfach meine Person. Das ist einfach, und genau die Frage, ob Kino, TV oder Theater, das ist einfach, das sind einfach nur die Medien, verschiedene Medien, über die ich mich ausdrücken kann. Mhm. Also deshalb schwierig zu sagen, wo ist das Herzstück? Ja, das ist wirklich eben die Kunst, das Spielen und die Musik. Und wie bist du damals zur Schauspielerei gekommen? Wann ist da so für dich so die Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, das möchte ich machen? Also wie wahrscheinlich vielen Schauspielern wollte ich das schon als Kind, also wirklich als kleines Mädchen fand ich das schon cool, auf jeden Fall. Aber so richtig ernsthaft, also das ist wirklich, dass ich dachte, auch wirklich rational, jetzt nicht nur als Kindheitstraum, das war wirklich so, ich glaube mit 18, da habe ich in einem Werbespot mitgespielt für ein Kino, so ein Blockbuster-Kino, Kinopolis, und habe einfach gemerkt, boah, ich finde es einfach geil, vor der Kamera zu spielen, und da habe ich wirklich dann auch gewusst, ich will das wirklich. Ja, das war so der Funke, der dann wirklich übersprang und schon als Kind. Ich war mal als Kind Komparsin in einer Fernsehserie mit Anja Klingen. Und da war ich auch schon geflasht. Also das hat sehr früh angefangen. Ja, und dann kam das so nach und nach. Durch den Werbespot habe ich dann in Musikvideos mitgespielt, durch diese Musikvideos wiederum andere kleine Rollen bekommen, mich immer wieder mit dem kleinen Kram beim nächsten Kram beworben, sage ich jetzt mal so salopp. Und ja, so kam ich dann tatsächlich zum Drehen als Schauspielerin. Ja, und Daniel kennt dich von den wilden Jungs. 15 Jahre ist es her. Nee, ist das so, dass man sowas, dass man manche Dinge vielleicht auch sagt, oh, das würde ich am liebsten, also das will man rausstreichen aus seiner Filmografie, oder sagst du, nee, das war eine Station in meinem Leben? Ja, also das Zweite auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine Station, wilde Jungs, das war auch lustig. Es war einfach ein mega witziger Dreh. Ich kann mich erinnern, ich habe so eine abgedrehte Studentin gespielt. Du musst immer mit so einer pinkfarbenen Perücke und Tiger-Leoparden-Klamotten rumrennen. Also
ja, war einfach eine lustige Zeit und habe da auch eine andere Schauspielerin kennengelernt, die später damals meine Freundin, Caroline Hugler heißt die. Mhm. Und das Witzige ist, dass wir eben dadurch durch diese Serie verbunden sind und auch heute noch viel zusammen machen. Sie ist mittlerweile auch Regisseurin, Theaterregisseurin, leitet ein Theater, wo ich auch schon in einigen Produktionen mitgewirkt habe. Und da ist quasi dank Wilde Jungs die, ja, die Bindung da. War, würdest du sagen, Wilde Jungs war am anspruchsvollsten von deiner Karriere oder gab es da was anderes, wo du sagst, da musste ich aber viel Text lernen, hat viel Schweiß und Blut gekostet. Wie sieht's aus? Wilde Jungs? Wilde Jungs jetzt vom Anspruch her weniger, ja. Wie gesagt, es hat wirklich Spaß gemacht und es ist auch gar nicht, ich finde, man muss auch sagen, so Komödie zu machen ist gar nicht zu unterschätzen. Also man muss ja, ihr habt es ja selber schon gemerkt, irgendwie auch, also die Warm-Upperin hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, Leute zum Lachen zu bringen. Und von daher finde ich, also ich stehe total zu Wilde Jungs. Ja. Aber deine Frage, anspruchsvoll, diese Rollen, wo ich wirklich an meine Grenzen gehen musste, bisher waren das meistens Rollen, die ich auf der Theaterbühne gespielt habe. Und da war eine Rolle tatsächlich auch meine erste Hauptrolle in dem Stück Extremities. Ältere Semester kennen davon den Film, also es gibt einen Film mit Farrah Fawcett, die war mal Drei Engel für Charlie und ist ein ganz krasser Plot, eine junge Frau wird von einem Typen überfallen, fast vergewaltigt, fast ermordet und im letzten Moment kann sie quasi den Spieß umdrehen und jagt den irgendwie so ein Wespenspray in die Augen, verprügelt ihn, fesselt ihn, knebelt ihn, sperrt ihn in einen Kamin. Und dann kommen ihre WG-Mitbewohnerinnen nach Hause und sehen halt nun dieses Opfer da im Kamin und fragen halt Marjorie, also gespielt von mir damals, was hast du mit dem Typen gemacht? Und sie muss sich dann rechtfertigen. Und das wird dann eigentlich so ein richtig krasses Psychodrama. Und Extremities, also es war wirklich sehr extrem die Rolle und das muss ich sagen, war eine der anspruchsvollsten Rollen, die ich gespielt habe. Wahnsinn. Ich stelle mir Theater auch sehr schwer vor, weil man muss ja dauerhaft, es ist ja live, ja, es die ist, Leute sitzen ja dann auch da. Wir hatten die Frage auch schon an Hugo, vielleicht auch an dich, wenn du für dich persönlich Film mit, also es ist schwierig, aber wenn du Film und Theater vergleichst, wo sind für dich die Unterschiede und was macht für dich das eine aus und was das andere? Also im Theater muss man ja für die letzte Reihe spielen, sagt man immer, man muss da wirklich den da ganz hinten erreichen. Und mit größeren Mitteln arbeiten, mit mehr Körpersprache, mit mehr Stimme, viel ausdrucksstärker in dem Sinne. Und im Theater finde ich auch das Spannende, dass man wirklich auf längere Zeit eine Rolle entwickelt. Also da hast du Proben, teilweise wochenlang. Und es ist immer spannend, wenn man am Anfang vor so einer nackten oder auf einer nackten Bühne steht, wo noch nichts ist, kein Bühnenbild, keine Kostüme und alles so in der Imagination ist. Und am Ende dann bei der Premiere ist dann eben eine ganz andere Welt geschaffen. Das finde ich faszinierend. Und natürlich auch den Kontakt zum Publikum, dass man das eben hautnah spürt und keine Vorführung ist wie die andere. Also jede Aufführung, obwohl der gleiche Text, läuft anders, je nachdem, wie man gestimmt ist, wie die Leute drauf sind. So, von der Kamera wiederum finde ich das total faszinierend. Das ist genau das Gegenteil, was ich aber auch total liebe, die feinen Dinge. Ja, da ist jedes zu viel total übertrieben, sondern das ist wirklich also das eine technische Sache, die faszinierend ist. Wirklich von innen heraus, also man sagt immer, die Kamera sieht alles, dass man wirklich von innen heraus das schafft, über die Kamera zu transportieren, was dieser Charakter ist, ohne ins Äußere zu kommen. Mhm. Und dieses Feine. Und da auch wiederum letztendlich diese Teamarbeit am Set, was der Zuschauer ja vor dem Bildschirm oder vor Netflix nicht sieht, ja. Die Tonleute, die Kameraleute, Regisseur, alles, die Garderoben und Maskenbildner und das ganze Team, was so ein Film, also eine Serie zum Laufen bringt. Und das ist auch ein eigener Kosmos, den ich wirklich liebe. Ja. Amen. Ist echt schön. Hugo hat es, ich sag mal, inhaltlich ähnlich erklärt, muss man sagen. Also das ist vor allen Dingen, wie du schon sagst, im Theater ist es auch
man muss halt, wie du sagst, man muss als Mensch auch den Zuschauer erreichen. Über die Kamera kann man auch im Nachhinein, also ein Schauspieler muss trotzdem gut sein, aber man kann natürlich mit Schnitt und Korrektur nochmal viel in der Postproduktion erreichen, das muss man sagen, ja. Gibt's denn, wir hatten das eigentlich schon, aber wenn du präferieren würdest, wenn du vielleicht zwei Dinge hättest, die inhaltlich gleich wären, ein Drehbuch zu einem Film und das gleiche als Theater vorliegen hättest, finanziell und so keine Unterschiede, ja, also wir nehmen die wirtschaftlichen Aspekte komplett raus und du müsstest dich entscheiden, das Theaterstück, also das im Theater zu präsentieren oder im Film, gäbe es eine Präferenz? Boah, also echt spannende Frage. Ich denke mal, ich würde mich erstmal für den Film entscheiden. Ja. Und danach ein Theaterstück machen. Okay. Also wir haben hier ein Theater vor Ort, ja. Ja. Ja, da kann man auf jeden Fall auch 140 Sitzplätze. Ist nicht viel, aber ist schnuckelig. Ist es, ja. Ist cool. Ja. Wir waren verwundert. Du musst wissen, wir leben ja, also das hatte ich ja eben schon gesagt, wir leben hier draußen. Wenn du hier unterwegs bist, denkst du, oh, kleiner, wie man es aus dem Buch kennt, irisches Örtchen mit alten Steinhäuschen und so. Und dann sind wir hier in ein Gebäude gefahren. Das war von außen total klein. Und dann sind wir da rein, das war so ein bisschen wie Hogwarts. So. Hogwarts oder so. Du gehst durch so eine versteckte Wand und dann wird das immer größer und größer. Und auf einmal standen wir in einem riesen Theatersaal. Wirklich. Und da haben wir uns gedacht, wo kommt der jetzt her? Und dann standen wir im Gerichtssaal. Der war noch dahinter, ja. Das war alles in einem Gebäude. Ja. Und dann haben die uns gesagt, ja, wenn ihr mal was machen wollt hier, dann könnt ihr das Theater haben. Ist kein Problem. Haben wir gesagt, alles gut. Ja. Ja, wir schauen mal. Wie heißt euer Ort? Wo seid ihr denn eigentlich? Wie heißt euer Ort? Ja, das Örtchen ist so klein, wenn wir das jetzt callen, stehen morgen alle hier. Aber es ist, das können wir behind the scenes gerne machen, aber es ist nicht weit, ich sag mal nicht weit, schon weit doch, es ist 200 Stunden von Galway weg, aber so auf der Linie Galway, ja, am Atlantik ist eine schöne Ecke. Ja. Die Frage, wenn wir gerade hier bei Irland sind, warst du schon mal in Irland? Nein, noch nie. Was? Ich habe nur bisher irischen Whisky getrunken, aber ich war noch nie in Irland. Das müsste man dann mal ändern, ja. 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 Die Begeisterung. Ja. 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 Wir haben ja ein bisschen was mit Tommy und so, Tommy Krabbeis und so geplant und Wiegald Boning, ja. Wir packen dich einfach mit da rein, da kommst du dazu, ja. Ja. Ihr setzt euch alle in so einen VW-Bus und kommt hier rüber getrullert, ja. Und dann hauen wir noch B-Tight dazu. Kannst du auch wunderschön entspannen, wenn Tommy mit im Bus sitzt, der versorgt euch, ja. Der blubbert durch, der singt durch, der macht alles, ja. Aber wenn die Informationen stimmen, warst du dieses Jahr irgendwo in Malta unterwegs? Ist das richtig? Was stalkt ihr denn da rum? Wir wissen alles. Ja, Malta, ist das ein Geheimtipp so? Oder ist das sowas, wo du gerne auch Urlaub machst? Abschaltest, du hast das so schön gesagt, dass du gerne mal auch zur Ruhe kommst. Oder war das einfach nur, ich will einfach mal Malta sehen? Ich war tatsächlich noch nie in meinem Leben zuvor auf Malta. Und ich wollte einfach mal irgendwo hin, wo ich noch nie war. Wollte aber gerne, es war jetzt auch gerade erst vor einem Monat, also ich wollte noch, dass es warm ist und möglichst südlich, ich fand irgendwie die geografische Lage schon so cool, südlich von Sizilien, aber auch südlicher als Tunis und ich hatte keine Ahnung von Malta, nichts, außer dass irgendwo mal bei meinen Eltern, wenn die Grand Prix hier Eurovision geguckt haben, da immer Malta eingeblendet wird, sonst wusste ich nichts. 12 Points goes to Malta. Ja. Jetzt noch bitte auf Französisch. On the toit de Malta. Ich hab keine Ahnung. Kannst du Französisch? Ist denn geheim? Ja. Ist denn schön Malta? Ich war auch noch nie in Malta. Das ist auch eine krasse, sehr spannende Frage, weil die kann man so, ich persönlich finde, also ohne jetzt Maltesern zu nahe zu treten, also es ist eine sehr divergente Insel für mich. Es gibt wunderschöne Ecken und es gibt halt auch sehr unschöne Ecken. Okay. Und es war wirklich so, ich war die ganze Zeit immer, boah, ist das schön, boah, ist das hässlich, boah, ist das schön, boah, ist das hässlich. Und so ging es mir die ganze Zeit. Und das fand ich ja spannend. Ich liebe halt so wirklich auch die Extreme. Und ich Malta auf jeden Fall, ich habe es in mein Herz geschlossen. Vor allem, muss ich wirklich sagen, die Hauptstadt Valletta, die ist so toll. Es ist jetzt wirklich meine Lieblingsstadt zurzeit. Sonst waren es immer London und New York. Und Valletta ist wirklich traumhaft schön, also es ist nur schön. Okay. Und
Ja, ich kann es wirklich empfehlen, fahrt mal nach Malta. Aber ich muss sagen, wenn man, also wie ich, auch wirklich verfressen ist, also man muss schon wissen, wo man hingeht. Das ist immer so, die kulinarischen Leckereien, die springen einem jetzt nicht an. Man muss schon wissen, wo. Okay. Aber dann kann man auch die beste Pizza seines Lebens essen. Mich hat das ein bisschen gerade an Nordirland erinnert. Schön hässlich. Wer war letztens in Nordirland? Oder ja. An Köln. Also nach 30, ich bin eine Kölsche Junge, aber nach 30 Jahren Köln, muss ich dir sagen, ist das in Köln auch so. Schön hässlich. Schön, also, naja, okay. Obwohl, haben wir in Berlin auch. Ganz, also das wollte ich, Berlin in Berlin auch. Ist das wahrscheinlich, ja. Kulinarisch, Essen, so dein Lieblingsgericht? Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel? Wiener Schnitzel? Ja. Liebe ich, könnte ich jeden Tag essen, werde ich auch heute Abend essen. Gibt hier in Berlin in Kreuzberg ein Restaurant, wo ich noch nie war, was mir empfohlen wurde. Angeblich soll es da das beste Wiener Schnitzel der Stadt geben und ich war da noch nicht. Und jetzt call nicht den Namen, wir haben viele Berliner, die zuschauen, sonst sitzen die nachher heute Abend alle in dem Restaurant. Ja. Ja. Wiener Schnitzel. Mit welcher Beilage? Was gehört dazu? Ja, das ist eigentlich mir immer egal. Hauptsache das Wiener Schnitzel. Der Schnitzel. Gib mir einfach einen Teller voll Schnitzel. Er macht sie hier in Irland immer, muss ich dir sagen, weil die Iren, die haben klassisch kein Wiener Schnitzel. Also man muss das selbst machen. Ja. Aber da bin ich der Mann für. Ja, stimmt. Das kann er. Wirklich. Oh, echt? Ja, das ist das Einzige, was er kann. Ansonsten... Bitte? Die Panade gelingt dir, wäre ich ganz aufgeregt. Ach, schön. Also das ist mir noch nicht gelungen. Mhm. Nee, das ist das kann meine Kunst. Mehr kann ich nicht. Und bei ihm fliegt er auch nichts weg. Hat Vater ihm beigebracht. Ja, Grüße gehen raus, falls die Eltern zuschauen. Mutti. Die Panade fliegt nicht weg, die übrig bleibt, da formt der Bällchen raus und macht Panadebällchen. Ja. Es wird nichts weggeschmissen. Das stimmt, es wird nichts weggeschmissen. Also ich komme nach Irland. Und dann mache ich Schnitzel. Dann macht er ja. Machen wir, können wir ein Format draus machen? Ja. Kochen mit Saskia. Ja. Wir planen im neuen Studio auch eine Studioküche. Da machen wir einfach mal zusammen Kochen mit Saskia und dann holen wir noch Wiegald dazu, das passt. Boah, ich sehe mich da. Wahnsinn. Moderation, du hast das vorhin gesagt, du hast auch die nette Dame, der Name ist mir leider entfallen, hast du auch interviewt. Also ist das auch sowas, was du generell gerne machst, also Moderation? Ja, das ist so ein bisschen hinterrücks geraten, aber ich mache das, also ich habe das vor einigen Jahren auch gemacht für so ein Designformat. Das war auch, glaube ich, das ist schon ein paar Jahre her. Das ist nie wirklich so richtig an die, sagt man dann, durch die Decke gegangen. Aber da habe ich halt so meine ersten Moderationserfahrungen gesammelt. Und ich finde halt auch wirklich spannend, eben solche Leute wie die Margot Friedländer, also die Zeitzeugen, zu interviewen. Das habe ich aber tatsächlich für eine Zeitung vom Berliner Senat gemacht. Aktuell heißt die. Und also ich mag das auch. Mhm. Finde ich gut. Wir suchen noch eine Zweitbesetzung für Kickstarter. Ja, wir sollten auf jeden Fall im Gespräch bleiben, wenn du irgendwann mal Irland... aber du hast... das finde ich eben spannend, weil Irland, das Wetter hier ist ja so ein bisschen rough, ja, vor allem, wo wir hier wohnen. Die Frage ist, man kann ja in den Urlaub fliegen, wie nach Malta oder so, und auch Sonne tanken, aber was für ein Wettertyp bist du? Wo fühlst du dich wohl? Ja, ich fühle mich tatsächlich sehr wohl im Frühling. Ich bin ja auch ein Maikätzchen und der Stier geht auf die Weide. Also sobald die Gräser beglühen und die Stiere geht auf die Stiere. Ja, das ist so eigentlich so meine Zeit. Frühling, Frühsommer. Also zu heiß darf es auch nicht sein. Also wir hatten jetzt im Sommer in Berlin mal irgendwie, es war so 38 Grad auch mal. Das war mir zu heiß. Aber ich mag es trotzdem wirklich sonnig und kuschelig. Aber die Frage ist, wenn es bei euch so grau und trist eher ist, habt ihr eine Sauna? Also gibt es Saunen in Irland? Ja, aber was ich schrecklich finde, jetzt aber Real Talk hier im Internet, weil sie ich schrecklich finde, ja, es gibt nichts Schöneres als Sauna, aber die gehen in ihren Badeklamotten, in ihrer Plastikkacke in die Sauna. Das finde ich halt widerlich. Das finde ich so widerlich. Und ich versuche denen das auch immer zu erklären, dass das nicht gesund ist, wenn die ihre Plastikpolyester, Entschuldigung, Scheiße, piepen, ja, tragen und damit halt in die Sauna gehen und dann lösen sich die Plastikteilchen und Polyesterteilchen da so. Das ist widerlich so, ja. Deswegen, wir müssen eine eigene Sauna bauen. Wir planen das schon für nächstes Jahr. Und wir gehen da mit Fell rein. Was? Ja. Nee, das ist, ich habe das mal in Mailand, ich habe mal in Mailand gewohnt und da habe ich das auch erlebt, dass die wirklich die Leute da mit Klamotten in die Sauna gehen. Wie du sagst, mit Polyester und Plastik und das kann ja auch nicht gesund sein. Ist es nicht?
Nee. Aber es ist, dazu muss man vielleicht eins sagen, das wird nämlich immer, gerade über Irland herrscht ja immer dieser Mythos, immer Grauregen. Die Iren haben nicht weniger Regen und nicht mehr Sonnentage als die Deutschen. Also das ist, wenn du dir zum Beispiel den guten Kachelmann anschaust, kachelmannwetter.de, ja. Da ist das relativ, da sieht man das ausbalanciert, ja, also Regen und Sonntage. Was man hier halt hat, ist, in Deutschland ist es mehr verteilt, wenn es um Regen geht. Hier hast du das so phasenweise an einem Stück, ja. Da hast du dann wirklich Regenphasen. Dafür hast du es aber auch, also im Sommer ist es relativ mild, da geht nichts über 25 Grad in Irland, ja, da ist einfach eine Grenze. Und der Winter ist eigentlich, abgesehen vom harten Wind, auch relativ mild. Also hier gibt es keine Minus. Aber es kommt auch immer drauf an, wo du wohnst. In Dublin ist es anders als an der Westküste oder im Süden. Also da muss man auch Auf dieser kleinen Insel merkt man doch verschiedene Klimazonen, sag ich mal, durch den Golfstrom, der irgendwo hier im Westen auch drauf drückt. Und du merkst da schon Unterschiede. Es ist anders als in Dublin. Aber vielleicht eine Info auch, die Steuern sind gut. Ja, da kannst du. Sind die Malta nicht auch gut? Naja, ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Ich glaube auch, Malta ist auch so ein Steuerparadies. Ich glaube ja. Mhm. Deswegen sind wir nicht hier, bevor der Chat wieder ausrastet. Ich lebe hier schon fast 11 Jahre bald. Ja, so ist es. Ja. Wow. Ja? Ja, vielleicht noch eine Frage, wenn wir nochmal kurz zur Schauspielerei, weil dann wollen wir auch zur Musik, wenn wir nochmal kurz was zur Schauspielerei sagen. Gibt es einen Kollegen, mit dem du unheimlich gern zusammengearbeitet hast, der auch vielleicht so ein bisschen inspirierend wirkte auf dich oder so? Ja, da gibt es verschiedene, wirklich mehrere. Also der eine ist Mario Prokatzky, der ist jetzt auch gerade in der Serie Herz über Kopf zu sehen, in der Hauptrolle. Das ist wirklich ein ganz lieber Kollege, mit dem ich damals Extremities gespielt habe, und der war tatsächlich der Vergewaltiger. Und das Lustige ist, also wir sind Freunde wirklich geworden, das war ja auch wirklich eine krasse Zeit, dieses Theaterstück, und haben auch danach auch ein paar Mal auch zusammen gedreht. Und es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn meine Mutter mich anruft oder ich irgendwas erzähle von dem Kollegen von Mario, dann sagt sie immer, der Vergewaltiger, also es ist überhaupt natürlich nicht witzig, aber so ist er halt bei Muttern hängen geblieben, aber es ist wirklich ein ganz lieber Kollege. Ja, wirklich, ich habe tolle Kollegen gehabt, tatsächlich auch wieder im Theater, weil komischerweise rede ich viel über das Theater, aber wahrscheinlich auch, weil man da sehr intensiv eben zusammenarbeitet. Da auf jeden Fall auch der Schauspieler Gerhard Gutballett, mit dem ich ein ganz witziges Stück gespielt habe. Räuber Hotzenplotz, kennt ihr vielleicht noch, so ein Kinderstück. Ja. Und wir waren viele Schauspieler, und das war wirklich auch jemand, den ich, mit dem es einfach Spaß macht zu spielen. Aber ja, da gibt es etliche. Übrigens auch damals fällt mir gerade ein Dr. Psycho. Hatte ich das Glück, mit Christian Ulmen und Hinak Schönemann zu spielen, und das war auch wirklich ein Erlebnis. Also es hat großen Spaß gemacht mit den beiden. Das glaube ich, ja. Und gibt es denn jemanden, mit dem du gerne mal zusammenarbeiten würdest, wo du noch nicht vielleicht die Chance hattest? Mhm. Also von den Männern jetzt in Deutschland, ich finde diesen den Bjarne Mädel ganz toll. Kennt ihr das? Tatortreiniger, bin ich riesen Fan, und mit dem würde ich total gerne mal spielen. Und bei den Frauen gibt es auch ganz viele. Also ich stehe total auf Heike Makatsch, die mag ich, aber auch sag mal so die gestandenen Frauen, so wie Iris Berben und Senta Berger. Ich würde total gern mal ich glaube, von denen kann man wahnsinnig viel lernen. Also ich freue mich auch immer, die zu sehen im Film. Also ich bin, wie ihr merkt, schon gerade wirklich Fan von denen. Und aber gibt's einige. Und achso, wenn ich jetzt die Wahl hätte noch in Hollywood, Hollywood. Dann und nicht mal, weil er jetzt ein Frauenschwarm ist, würde ich Brad Pitt nehmen. Brad Pitt ist ein richtig toller Schauspieler, ein ganz großartiger Schauspieler. Männermäßig jetzt gar nicht so mein Geschmack, also ich stehe jetzt nicht auf ihn, aber als Schauspieler finde ich den wirklich ganz spannend. Bjarne Mädel hat unsere Gästeakquise auch eingeladen, der hat aus zeitlichen Gründen abgesagt. So ist das manchmal. Leben ist manchmal. Bjarne Mädel ist spannend. Ich finde immer ein großer Fan von, also wenn es um die schauspielerischen Fähigkeiten geht, so was meine Beurteilung zulässt, Johnny Depp zu auch schon. Unheimlich starker. Was mit Leonardo DiCaprio? Auch ein starker. Also ich mag nicht immer seine Filme, also das klingt bescheuert. Ich mag manchmal die Filme sind, aber der Schauspieler ist Wahnsinn. Ja. Ja. Habt ihr Once Upon a Time gesehen? Ja. Den Titel. Ja.
Also das war jetzt mein letzter Film mit Leonardo und Brad, den ich gesehen habe. Und auch da, ich knie nieder vor den beiden. Absolut. Ja. Hast du schon mal in einem englischsprachigen Format mitgewirkt oder also filmmäßig? Ja, ich habe mal das war ein Independent-Film, also ein Kinofilm von einem iranischen Regisseur und der heißt Hitler's Grave. Okay. es war irgendwie eine abgedrehte also würde man jetzt bei dem Titel gar nicht hier zu denken, so eher so ein Gangster-Road-Movie. Ja. Und da habe ich irgendwie so eine Gangster-Braut gespielt. Ja, das war auf Englisch, hier in Berlin. Okay. Wahnsinn. Musik? 2008 wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Dr. Psycho 2008. Ist auch schon lange her. Ist schon lange. Aber wie kamst du dann? Also, das ist immer so spannend. Theater, vielleicht muss man da auch musikalisch begabt sein, ein bisschen Schauspiel. Also, die Frage ist: Muss man musikalisch begabt sein, um vielleicht auch im Schauspiel, vielleicht, ist das ein Pluspunkt? Boah, ich glaube nicht. Also ich glaube, es gibt viele wirklich spannende Schauspieler, die jetzt nicht musikalisch sind oder irgendwie keine Note lesen können. Ich glaube nicht. Nee, außer man will vielleicht einen Musik-Kinofilm drehen, dann wäre es von Vorteil. Vorteil, obwohl ich da auch schon gehört habe, wie da auch manchmal geschraubt wird, wenn Schauspieler auch singen, wo man dann hört, auf einer Post-Production, dass auch da einiges erstaunlicherweise noch. Man viel drehen, ne? Da kann man viel drehen. Da kann man viel machen. Wie bist du zur Musik gekommen, Saskia? Ja, ich habe irgendwie angefangen, auch in meinen 20ern eben zu singen. Also eigentlich auch schon vorher schon gesungen. Eine Abi-Band. Ich war die Sängerin unserer Abi-Band. Und dann einfach im Laufe der 20er, nicht der 20er Jahre, sondern meiner 20er Jahre, dann eben ja, so Jazz gesungen und Sachen gecovert und irgendwann dann gebucht worden für eine Aufführung für Vernissagen, dort wieder auch als singende Schauspielerin. Und dann habe ich, es hat sich irgendwie so ergeben, dass Leute mich einfach gefragt haben, hast du nicht Bock zu singen auf der Bühne bei uns mit Band? Und dann kam ich so nach und nach da rein. Mhm. Und dann habe ich einfach irgendwann die richtigen Musiker kennengelernt, mit denen ich dann angefangen habe, Musik zu machen. Und dann irgendwann war auch so diese Initialzündung, meine eigenen Lieder zu schreiben. Da habe ich einen wunderbaren Pianisten, selber Songwriter, Sänger kennengelernt, der heißt Karl Neukauf, mit dem ich zusammen Musik mache. Und der hat mich dazu inspiriert, wirklich auch meine eigenen Texte zu schreiben. Und so kam dann eben quasi auch das Schreiben zum Singen dazu. Und ist noch gar nicht so lange her. Also ich glaube, zu den ersten Song habe ich 2012 geschrieben. Und ja, das war wirklich so mein eigener Kram unter meinem Namen Sir Singer. Das ist erst so, glaube ich, seit 2012. 2013 so der Fall. Das beantwortet eigentlich meine Frage schon passiv. Ich möchte sie trotzdem stellen, weil man fragt immer, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja? Bei dir Schauspielerei oder Musik? Ich glaube, bei mir war die Musik zuerst da, weil ich halt, ich kann mich halt erinnern, dass ich mit 5 Jahren schon den Wunsch hatte, Geige zu lernen und das eben dann gemacht habe. Das war wirklich mein eigener Wunsch. Wahrscheinlich würden meine Eltern jetzt sagen, vielleicht war sogar die Schauspielerei früher da, weil ich die erzählen immer, dass ich halt wahnsinnig viel immer geschnattert habe, schon als Kleinkind und irgendwelche Storys mir ausgesponnen habe und in der Kita irgendwas erfunden habe und so. Also ja, vielleicht war das Spielen vorher da, aber für mich als Erinnerung die Musik. Und wenn wir jetzt, also nicht so wie jetzt sind wir auch bei dir wahrscheinlich zu Hause, aber wenn wir Saskia Ruttner zu Hause beobachten könnten im Alltag, wo ist gerade deine so Verteilung? Bist du eher damit beschäftigt, keine Ahnung, für Rollen zu lesen oder dich mit dem Schauspiel zu beschäftigen oder bastelst du eher an der Musik und an Texten? Das ist immer ganz unterschiedlich, also phasenweise. Ihr erwischt mich jetzt gerade in einer Phase, wo ich mehr mit Schauspiel wieder beschäftigt bin. Das wechselt sich immer so ab. Also das heißt, gerade stecke ich in einer Theaterproduktion drin, wo ich 6 verschiedene Rollen spielen werde und wir proben gerade, also ich muss jetzt gerade 6 Rollen lernen. Wahnsinn, ja. Es steht ein Dreh an in 3 Wochen, also freue ich mich natürlich für diesen Dreh auch noch lernen, also das natürlich auch entwickeln. Und da ist jetzt gerade akut, da bleibt jetzt auch nicht viel Zeit zum Song, an Songs basteln, ja, wo ich natürlich trotzdem immer singe. Also singen, das mache ich ständig. Aber dann, quasi, wenn dieser Dreh wiederum vorbei ist und
in Anführungsstrichen nur noch die Theater, nicht mal die Proben sind. Dann werde ich mich wieder mehr der Musik widmen, werde auch wieder auftreten im Dezember und an meinen Songs basteln. Also wie gesagt, das wechselt sich immer so ab. Was aber nicht heißt, es kann auch manchmal sein, dass ich auf dem Weg zur Theaterprobe bin oder zum Casting und mir auf einmal eine Songidee einfällt und ich das dann schnell tippe und ich dann die Melodie habe und das ist verzahnt. Du hast gerade was Schönes gesagt, du spielst gerade 6 Rollen im Theater, also mehrere Rollen. Bei der Musik, bist das du oder spielst du dort auch eine gewisse Rolle, die du da verkörperst in deiner Musik? Also in meiner Musik steckt auf jeden Fall ganz viel von mir drin. Wahrscheinlich, sobald man eine Bühne betritt, in die Öffentlichkeit tritt, ist man immer in einer Rolle. Ja, wir drei sind jetzt auch irgendwo, wir sind wir, aber wir sind jetzt auch irgendwo in einer Rolle. Und so sehe ich das bei meiner Musik auch. Spannend. Also ganz viel Saskia, auf jeden Fall viel Saskia, natürlich, weil meine Texte ja auch eben von mir sind. Und ich da ganz viel aus meinen Erlebnissen so speise. Aber irgendwo ist Sir natürlich auch, also Sir wie der Sir, auch eine gewisse Rolle. Wir haben nämlich heute auch den schönen Titel gewählt für die Sendung Geschichten erzählen, die hinter Fassaden schauen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was du erreichen willst mit der Musik, oder? Ja, das wäre natürlich schön, wenn die Musik das bewirkt, oder die Texte das erreichen. Ist das denn auch, also die Musik, die du dort komponierst, schreibst, und auf der Bühne performst, ist das auch deine Lieblingsmusikrichtung oder hört Saskia Ruttner zu Hause was völlig anderes? Ich höre tatsächlich viel Zeug, was komplett anders ist. Also ich mag auch diese Musikrichtung, Chanson-Pop, also macht das auch sehr stark übrigens mit Karl Neukopf, dem gesagten Pianisten, der wirklich einen Großteil auch an der Komposition schreibt. Aber ich höre echt auch Hip-Hop. Höre ich wahnsinnig gern. Ich höre auch gern Elektro. Also ich höre wirklich auch oft ganz anderes Zeug. Hip-Hop, Rap. Ja, wenn du am 28. Dezember Zeit hast, ich glaube, B-Tight hat da in Berlin, glaube ich sogar, seinen Geburtstag, sein 40. Wir sind alle eingeladen. Wir sagen einfach, wir bringen ein paar Leute mit. Ja. 28. Dezember. Ja, ich glaube, 28. Dezember. Ich glaube, ja. Absolut, ja. Spannend. Ja. Warum auch nicht? Ja, warum nicht? Vielleicht, Saskia, noch 2 Fragen. Wie würdest du deine Musik in einem Satz beschreiben? Oh. In einem Satz. Leute. Ist früh, ja. Okay, ich versuch's mal. Ich würde sagen, Chanson-Pop zwischen Hildegard Knef und Underground mit einem Schuss Whisky und einem Schluck Rotwein. Okay. Ein Schluck Rotwein. Ja. Machen auch viele beim Essen. Dann sind wir wieder beim Essen. Ich sag ja, bisschen Rotwein rein. Ja. Ja, passt vielleicht zur letzten Frage. Ja, zur letzten Frage. Ja, welche Anlässe? Ja, will ich aber noch nicht. Warum? Ich find's gerade so schön. Ja, Essen finde ich, aber die Zeit drückt. Ja. Wir sind fast schon drüber. Ja, ich möchte... Nee, da kommen wir nachher, weil sie hat gesagt, im Dezember hat sie Auftritte. Okay. Aber wenn du, doch, das kann man verbinden, denke ich, die Frage. Wenn du im Dezember den Auftritt hast, wo kann man dich dort sehen? Gibt's noch Tickets? Und ist das, also für welche Anlässe ist deine Musik am besten geeignet? Also Musik, jetzt, wo ich singe jetzt im Dezember, das ist eher, da bin ich selber Gast. Also da sind viele Musiker auf der Bühne. Ich bin selber quasi nur Gast. Weil ich wirklich im Dezember mehr Theater spiele, deswegen Theater muss ich hier zuerst nennen, ist halt das Theater Comédie Soleil in Werder Havel. Das ist in der Nähe von Berlin, bei Potsdam. Und ansonsten schaut einfach auf meine Sir-Seite, da kommen auf jeden Fall die aktuellen Termine, wo ich jetzt schon sagen kann, was wirklich größer wird, das wird im April 2020 sein, im Labsaal in Berlin. Das ist, das heißt, glaube ich, Berlin. Song Festival und ansonsten einfach auf die Seite schauen. Ausrufzeichen genau. S. Ruttner an dieser Stelle, dann kriegt ihr die ganzen Links und da könnt ihr schauen. Vielleicht Feedback hier an dieser Stelle. Wir kriegen nämlich immer direktes Feedback auch im Chat von Bartholomäus. Ey, was für tolle Fragen und tolle Antworten, ganz ehrlich. Und er macht ein Herz, so ein Emoji dahinter. Vielleicht hier an dieser Stelle Feedback. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Saskia, vielen Dank für deine Zeit an dieser Stelle. Es war spannend.
Ja, für mich war es, wir haben damit angefangen, ich mache da nochmal eine Kurve hin. Ich hatte halt Saskia Ruttner, nicht wahr? Also ich hatte es wirklich im Kopf. Ich bin jemand, der immer völlig verrückt viele Bilder speichert von ganz früher, 2004. Und es war für mich total spannend so. Das ist, ja, daran habe ich gemerkt, dass ich älter geworden bin. Du hast an mir auch wahrscheinlich gemerkt, dass ich auch älter geworden bin. Ja, das, aber so, ja, komm, ja, das ist, also, come on. Jetzt musst du ihr schmeicheln, ja, nein. Nein, habe ich ja, nee, hab gesagt, come on, ja. Ja, come on. Come on. Come on. Ja, come on. So, nee. Ach, schön. Ja. Wie verlegen aber so ein bisschen, er hat nach unten gestanden. Jetzt werde ich auch gerade, ihr seht es, glaube ich, nicht, weil ich bin ja, glaube ich, total. Ich auch. Ich nicht. Ich habe ja noch was nicht verraten, hier, Sweet, schreibt der Chat, er weiß es. Ich habe immer die gleiche Gesichtsfarbe. Ich sag dir was. Da, das war früher, okay. Warst du hier Jugendschwarm, ja. Und so eine Scheiße, ja? So. Boah. Früher. Lang ist her. Damit, ja? Willst du die Sendung? Damit beende ich die Sendung. Nee, was? Nein. Das ist so, zum, ja. Glück gehört unserem Gast immer das letzte Wort. Ach, schön. Ja. Ja, so ist es, ja, Saskia. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, ja, für die Zeit und dass das dann am Ende geklappt hat, dass wir das hinbekommen haben. War ein sehr schöner Talk mit dir. Du kriegst auch gerne noch den Link dann, schicke ich dir noch zum Video, dann kannst du das auch gerne nochmal angucken. Wir laden das dann auch noch auf YouTube späterhin hoch und dann haben die Leute im Nachgang auch noch was zum Schauen. Schon meine Eltern sich das auch noch angucken. Ja. 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 Und ich werde immer daran erinnert, was ich zum Schluss gesagt habe. Saskia, die gehört, ja, am Ende gehört unserem Gast immer das letzte Wort. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Menschen da draußen mit auf den, der Kölsche verniedlicht immer alles, den Menschen da draußen mit auf den Weg geben möchtest. Dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, auch wenn es diese wahnsinnig tolle Sendung Kickstarter gibt und ich habe heute Twitch entdeckt und ihr tummelt euch da alle so schön rum, aber hängt nicht zu viel und zu lange im Internet rum, geht auch mal raus. Deswegen machen wir auch nicht so lange Sendungen. Wir sind in der Pause, sagen hinter den Kulissen kurz Tschüss und sind gleich wieder für euch nochmal kurz zum Abschluss da. Ja, vielen Dank. Bis gleich. Sehr gut.